Peace, Freunde! Willkommen in den 90ern. Nee, warte, willkommen zurück bei Games und Gerstensaft, extrem! Willkommen in den 90ern? Vor allem Peace, willkommen in den 90ern. Hat man das damals nicht gesagt? Hat man in den 90ern Peace gesagt? Ich habe als Kind Peace gesagt. Du hast Peace gesagt? Peace! Oder Peace Light! Was ist Peace Light? Nein! Ja, klar! du grüne Neune! Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Teil 16! Ich habe im letzten Teil mir aufgefallen, habe gesagt, wir sind jetzt, das sollte jetzt eigentlich Teil 15 sein. War natürlich Quatsch, wir waren in Teil 15. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir sehen jetzt, ich habe hier mal dran gemalt. Wir haben das wirklich, ihr seht das jetzt nicht, wir haben das wirklich für uns immer die Ziffer dran gemalt, welcher Teil wir jetzt sind. Nur für den lieben Philipp. Nur für mich. Teil 16 mit diesem lieben Spiel, Deadly Premonition, immer noch, na logischerweise, weil extrem gibt es ja erstmal nichts anderes. Und wir haben uns jetzt folgenden Schlachtplan gemacht. Genau, wir wollen Nebenmissionen machen wieder so ein bisschen, haben wir uns überlegt. Und zwar nämlich nicht Nebenmissionen, einfach nur, weil, um nicht zu zeigen, dass welche? Es sie gibt, genau. Sondern isst du erstmal noch eine Runde. Ich erkläre dabei. Während du hier, kann ich ja noch eben fix. Sondern eine Nebenmission, oder Nebenmissionen nennen, je nachdem wie viele wir schaffen, die uns stärker machen, nämlich Waffen bescheren, die unendlich Munition haben, beziehungsweise unendlich lange halten. Denn es gibt auch Nahkampfwaffen, die unendlich lange halten. Und ihr kennt das ja, Nahkampfwaffen bei Deadly Premonition, die gehen kaputt. Mhm. Aber es gibt eine, die geht nicht kaputt. Aber die hat eine ganz lange, setzt eine ganz lange Sidequest voraus, die auch über mehrere Leute dann geht und nicht nur bei einem. Und mal gucken, ob wir die jetzt hinkriegen. Dominik, du müsstest eigentlich steuern. Soll ich das lieber für dich machen? Nee, ich mach das. Weil du gerade so schön isst. Du musst auch noch Aufnahme drücken und solche ganzen Geschichten. Ich kann das. Kriegst du das hin? Moment. Kriegst du das nicht hin? Doch, na klar, warte. Du kriegst das nicht hin? Ich mach das. Und wir sind im Spiel? Das ist so widerlich. Das Pad darfst du jetzt alleine behalten. Diese ganzen fettigen Finger, die du da dran hast. Leck mir die Finger ab. Super, das ist... Das ist richtig toll. So. Ja, womit wir sind immer noch im Diner. Das ist erstmal schon wichtig. Ich brauche erstmal noch Ton. Das ist schon drin. Wo willst du denn raus? Super, das ist ganz toll. Deine Mama hat ja auch nie gesagt, dass man mit Essen im Mund nicht reden sollte. Von Internet war nicht die Rede, nur am Tisch. Ah, von Internet war nicht die Rede, nur am Tisch. Bei YouTube? Ich kann jetzt noch nicht. Was? Warum nicht? Ey, wir haben uns so einen schönen Plan gemacht, was wir jetzt machen. Hä? Müssen wir nochmal mit Nick reden oder nochmal mit Olivia? Wir müssen mit Olivia reden. Ah, hier. Klar. Ja, die hat ja nur unsere Bestellung aufgenommen. Deshalb steht auch Emily noch da. Ach ja. Na, mal schauen, ob das dann was wird mit dem Schlachtplan, den wir haben. Wir haben noch einen Alternativschlachtplan. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, kompliziert. Yes. Well, so long as it doesn't take too long. Ja, wahrscheinlich aber auch. Wo ist eigentlich mein Bier? First, what were you and Nick doing on the night of the murder? Nichts. I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Um ein paar Gläser zu heben. Da ist er in die Bar gegangen, hat ein paar Gläser geholt. Leaving you to hold up the fort? It's training. Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. The conversation. I thought they went drinking again together that night. Hm. Did the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. And your husband is well versed in the arts, then I take it. Es ist schon krass, dass ich einen Koch in einem Diner mit Kunst auskenne. So Rembrandt, Turner, Beethoven, die ganz berühmten Maler. People just aren't what they seem. Like a certain someone who is a punk rock ago. No, you are absolutely right, Emily. Yeah. But you can be an art lover and a liar. And a liar. One more thing. You just said that you aren't interested in art. That's right. And... So, how come I bumped into you at the art gallery? It didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. Hi. Wes? Yeah. I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery, then. I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane. Hat der grüne Augen? Ah. Oh, wir haben sie frisch ertappt. I don't want to answer. Abgefahren. Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Nachdem wir schließen, okay. 21 Uhr haben die auf, ne? Genau, also...
bis 22 Uhr oder ab 22 Uhr? Ab wann wartet sie? Was denkst du? They close at 2100. Should we get something to drink and wait? Ja, ja, genau. Wir warten jetzt bis 21 Uhr. Genau, wir saufen jetzt bis 21 Uhr mit Emily. Zwischendurch können wir noch was anderes mit Emily machen, aber da muss Emily leider zustimmen. Ja. Außer sie hat so viel getrunken, dass sie dann... Nein, das würde jetzt zu weit führen. Das führt jetzt zu weit. Das ist auch... Das ist auch legitim. Hochwertiges Rindfleisch stillt den Hunger sehr. Eine Pizza stellt den Hunger auch übrigens sehr. Schade, dass das da nicht gibt, weil er nicht mehr Pizza essen kann. Das stimmt eigentlich. Da wolltest du doch die amerikanische... Leibspeise. Neben Burger und Hot Dogs. I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Aber wir haben Zeit für nehmen schon. Okay, geil. Then I'm gonna make a trip back to the department. I'll see you in the backyard later. Okay, sounds good. See you in the backyard later. Das ist im Englischen ein bisschen versauter als im... Back about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Nein, das ist wichtig. Francis. So, so, jetzt unser großartiger Plan. Ganz lange Zeit. Schön. Wir müssen zu Annas Haus. Gucken das, wir erstmal. Da beginnt die Sidequest. Weißt du noch ungefähr, wo das ist? Nein. Schade eigentlich. Du musst es mal durchgucken. Ist das Annas Haus? Nee. Ist das Annas Haus? Nix Haus. Sheriff? Irgendwas. Das ist es nicht. Keith. Da ist Keith. Die Ingrams wohnen dort. Das ist George? George sieht aber nicht zu Hause. George ist... Wer ist denn da die große Dame? Streunerin? Emily? Emily ist zu Hause. Ich dachte, sie wollte jetzt ins Sheriffsbüro. Aha, die lügt uns an! Die ist auch teleportiert, die gute Dame. Was hat sie uns noch zu verheimlichen, wenn sie uns... Was ist das? White Spruce Farms. Okay. Da ist noch ein Haus. Wo ist ein Haus? Na da, über dem Schrottplatz. Oh, das ist George's Haus. Na, was ist denn da oben? Das ist Panda Bear? Hier ist nur der Panda-Bär und... Wer ist denn die große Frau? Nicht, dass die überhaupt gar nicht da ist. Lily und Keith Ingram? Carol! Okay. Was ist denn das hier? Achso, das ist Heaven Hell. Genau, das ist die Tankstelle. Da müssen wir doch wieder zurück in die Stadt. Da ist Annas Haus irgendwo. Kann man das hier nicht umschalten? Brian's Haus? Becky's Haus. Da müssen wir dann auch noch hin. Oh Mann, ey. Das diese Karte. Milk Bun, Swery 65... NG Diner, Lockett des Waldes. Annas Haus, hier. Annas Haus, das ist doch Suspect. Da haben wir die. Genau, da gehen wir jetzt hin. Da haben, guck mal, wir haben Richard Suspect, Dunn. Das ist die Mutter, die wir noch nicht getroffen haben. Achso, Suspect ist, genau, weil wir ist sie noch nicht Mutter getroffen haben. Ist die Mutter von. Hast du jetzt gemerkt, wo das ist? Ja, geradeaus einfach. Einfach geradeaus. Nein, Auto! Wie Auto? Wo Auto? Da Auto! Auto! Ah, Auto! Cason! War der nicht? Der ist doch gerade... Der ist doch schon gegangen. Also, das war zwischen der Aufnahme, da haben wir gesehen, wie Cason das Diner verlässt. Gut, der hat, wie gesagt, von nix kommt nix. Der geht vielleicht alle Stunde, geht dann mal wieder zum Diner und... Der war vielleicht nur mal draußen kurz frische Luft schnappen. Kann man ihn eigentlich umfahren? Was haben wir gerade einen Abzug gekriegt? Darf ich ihn versuchen, mal umzufahren? Versuch ihn mal umzufahren. Nur so aus Spaß. Hat die Ermittlung schon Ewigkeiten behindert. Ah, nee, ist invincible. Aber wir können das Auto beschädigen. Bam! Du Sau, ich weiß, was du getan hast. Nee, weiß ich gar nicht. Ne, der hat wahrscheinlich mit Diane ein Techtelmechtel gehabt. Ja, stimmt. Das was auch schon eklig ist. Das ist auch schon ein bisschen... Yeah. Ich fahre hier nur noch eben ganz kurz... Ah, guck mal, das Schild geht nicht. Ja, weil es ist ANG, dein Schild. Das ist Reden. Warte. The recap. The movie was the fourth sequel of a series that started in 1978. That's right, Zach. It was Superman 4. Quest Superman 4. Lex Luthor. Oh, wie ich in die Kurve gedrückt. Played by Gene Hackman. Lex Luthor war ja, Gene Hackman hat Lex Luthor for all his fans. I don't remember much more about it, though. Not sure there was more trivia. Ist das Annas Haus? Das ist Annas Haus. Still forget so, geschlossen, nicht offen. Richard Donner directed 1 and 2. Now those two were great movies. Ich denke, Richard war mit Sally. So, Richard war gerade woanders. Let's take a walk around here. Wer ist denn Sally? Heißt sie nicht Sally, die Mutter von... Ich hab keine Ahnung. Ich komm nochmal auf die Karte. Nicht, dass du dich jetzt verfahren hast. Nicht, dass ich mich jetzt... Genau. Dachte ich mir. Auf der anderen Seite. Dachte ich mir. Nix Haus. Ja, ich wollte hier nur parken. Da, das große Haus. Da ist... Das hier, ne? Ja, genau. Ja, genau. Da wollte ich auch eigentlich hin. Die Töne. Da, genau. Hier. Das ist nämlich offen. K. Super. Ja, und jetzt...
Moment, warte. Moment. Ich krieg's nur noch hin, dass es gleich geschlossen ist. Achtung. Ja. Jemand rufen. Auch klopfen. Klopfen ist auch gut. Umgangssprache. Yeah. Siehst du? Die Sidequest, die funktioniert. Super. Oh, Richard, es geht gerade. Richard hört gerade ab. Richard! Wo geht's hin? Egal. Was ist hier? Stabilisator. Nee, mehr können wir. Wir haben schon genug Stabilisatoren, die wir nicht brauchen. Ja, wo ist sie all jetzt? Wir müssen mit, heißt die Sally? Wie heißt die? Was glüht da? Das sind die Fenster. Ah, hier ist sie. Da ist sie, genau. Sie ist immer noch in Trauer. Klar, logisch, ihre Tochter ist gestorben. Würde ich auch, da wäre ich auch in Trauer. Heißt die Sally? Wie heißt sie denn? Vor allem, man kommt einfach so ins Haus. Where are you going? Don't leave me. Das ist ihre Mutter? Ja. Sally, siehst du? Ich hab gesagt. Sie sieht aber noch ganz schön frisch aus. You there. Knickknack. Knickknack. Where Anna is? Anna. Du da ist übrigens gut. My dear Anna. Zach, let's do this later. I don't think we'll get anything out of her like this. Genau, jetzt können wir uns nämlich in Annas Zimmer aber umsehen. Das ist übrigens oben. Ach, okay. da ist es. Wir versuchen es nochmal. I'd like to ask you some questions about Anna. Obwohl er eben gesagt hat, es macht keinen Sinn. Oh, why did she have to die? She was so happy, so full of life, Anna. She loved that dress in the picture so much. She looked so pretty in it, but now she won't be able to wear it again. Es ist aber auch schon yes. Ja. That dress. Das Kleid. I can't find that dress anywhere. I can't find that dress anywhere. Her dress. Where is it? Without it, I... Where is it? She looked so Wo ist pretty. Der Zünder? She wore it for prom. Dark Knight Rises war nicht so gut für Dark Knight. Leider. So why did she wear that dress? Super, toll. Where? Vor allem was... I don't think we'll get much more out of her like this. Maybe if we find the dress and bring it to her, she'll calm down enough to talk. Wo ist das Kleid? Ich glaube, über Wer wird Millionär hier? Abbrechen. Vor allem, weil, die Leute alle irgendwie so eine kleine Störung haben mit Sachen, die sie verloren haben, die sie nicht finden, die aber offen... Moment! Die aber... Oh, ein Boot. Die aber offen irgendwo rumliegen. Wo ist das? Irgendwas ist draußen los. Warum ist das... Ich glaube, das ist ihr Zimmer. Nein. Nein. Ich brauche den Schlüssel. Ah, wir müssen erst den Schlüssel finden. Ist das aber Annas Zimmer? Ich glaube, das ist Annas Zimmer. Weil das ist nur eine Textur. Nee, da hinten ist noch eine Tür. Ja, aber da geht's nicht lang. Hä? Woher willst du das wissen? Ja, okay, da geht's lang. Das ist mich erwischt. Aber das ist nur das Bad. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Was ist da hier? Oh. Objekt nehmen. Look, Zach. It's a picture taken during her prom. Ah, siehst du, erzählen wir erstmal, wie das Kleid aussieht. Anna in a dress. This blue dress here, then. Siehst must du? Be the one Sally's das muss, looking for. Das muss es. She does look like a goddess. Sally was right. She sure is. Gruseliger Sie guckt sehr gruselig. Entschuldigung. Any man turned to butter. Was? Nein. Ganz ehrlich. Die können es mir nackig auf den Bauch binden, dann würde ich so lange rennen, bis es abfällt. Stell dir gerade vor, wie mir so ein Polygoncharakter nackig auf den Bauch gebunden wird. Da müssen wir unten nach dem Schlüssel suchen. Le Schlüssel. Da ist eine Tür. Du gehst aber auch wieder so langsam durch die Tür. Ja, ich hab das immer vergessen. Hier ist nichts. Da ist aber noch eine Tür. Beziehungsweise... Das Kleid. Da ist ein Kleid. Es hängt da. Also, wo ist das Kleid? Es hängt dort, wo alle Kleider hängen. Aber ich habe es verlegt. Ist wie Polly. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt und dann verwende ich mein Erinnerungsstück nicht mehr. Es steht zwar auf dem Tisch. Ach, das ist echt. Ja, das Rätseldesign. Schrullige Leute gibt es. Genau, schrullig sind die Leute. Das Rätseldesign ist halt ein bisschen, naja. So wie das Leveldesign. So, ab jetzt hat es sich umgesetzt. Eiskalt, da kennst du nichts. Na klar! Klar! Ich bin doch vom FBI. So. Bitte schön. This is it? The dress? This is it? This is honestly. Hannah! Was macht sie mit dem Kopf? Hannah!
Anna. Okay. Okay. Wir lassen sie dann mal jetzt lieber allein. So please tell me more about Anna. Oh. Ja. Oh, das haben sie fertig. She was such a good girl. Das haben sie in einem ganz anderen Zusammenhang aufgenommen, dieses Oh, Anna, Anna. Everyone around her just loved her. On the night of the murder. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Was Anna at home? Yes, I think so. You think so? That day, the day she died, I stayed over at a friend's place. If only I'd been here, Anna might not have gone through. Where did you stay that night? Becky. I was. So, in other words, you have no idea what Anna was up to that Schlechte Mutter. That's wrong. She wasn't the kind of girl that would walk around at night. She was always dancing under Sie ist lausig rumgelaufen. Sie ist rumgetanzt. Like this. Oh, was zum Geier. You went full retard, man. Never go full retard. Exactly. So ist sie rumgetanzt. A key fell from Anna's dress. Siehst du, da kommen wir in Annas Zimmer rein. We can use this to get into Anna's room. Was für ein... Sorry, Sally, ja, but we'll have to take a look at this. In so einem Kleid, klar. Kennst du nicht die Kleider mit Taschen? Cargo-Kleider. Ja, die Cargo-Kleider. Ba-ba-ba-ba. Das klingt immer so dramatisch. Ja, als ob wir, aber wir haben... Das belohnt einen richtig, dieses Geräusch. Tagebuch von Anna. Start. Jawohl, ja. Nee, wollen wir uns nicht. Also nicht angucken, aber... Tanzt sie eigentlich weiter rum? Nee. Sie hat keinen Bock mehr. Sie ist weg. Und wir sind wieder allein. Sehr gut. Ja, dann gehen wir hoch. Und ach, das war noch gute Rap-Musik. Ja, das stimmt. Nicht so hier, oh, Ghetto und was bin ich nur für ein harter Kerl. Obwohl, ich mag Chabos wissen, wer der Babo ist. Ja, große ich mag, das ist große Lyrik, ja, liebe Freunde. Haftbefehl, Chabos wissen, wer der Babo ist. Ich fand die Max Rabe getrimmte Version davon gut. Die ist cool, ja. Die ist wirklich gut. Aber ich mag das Original auch. Ja. Da sind Partikel. Partikel, los, wir müssen sie... Wer hat von sich ein riesiges Selbstporträt im Zimmer? Ich. Du. Vor allen Dingen auch wahrscheinlich auch oberkörperfrei, so mit gestählt, mit Sixpack und allem drum. Klar. Klar, ist ja eins und eins. Vor allem, warum hat er die Waffe gezogen? Er macht's kaputt. Welche Gefahr droht ihm in diesem Zimmer? She was at an age that craves excitement. Oh. Crazy Sex Dungeon. Die dunkle Seite von... Hier. Vaseline. Sie hat geraucht. Sie hat nicht geraucht. Girls will be girls. You know, Zach, in this wonderful country of ours, there are no good old-fashioned towns left. Oh, gibt's keine altmodischen Städte mehr. Ja, jetzt habe ich mich wieder reingefummelt, das ist fertig. Da! Anna's Tagebuch. Day 1. Tag 1. Today is the ich wurde geboren. And I'm a little nervous about it. Day 2. Ja. The first time he used it on me, it was so amazing. So exhilarating. Day 3. He doesn't let anything slip. I'm really worried about Becky. Day 4. Alles. Delivery man Q won't Delivery be able to man Q. Becky. Wird Becky so nicht beschützen. Wer ist das? Ey, wer ist der einzige Charakter, den wir kennen, der mit Q beginnt? Diary, so we have this unnamed he. Ah! Cason! Becky. Knows Delivery Man Q. Ein namenloser so Er. Interesting than I thought. Ah! Liebe Freunde, was haben wir euch gesagt? Die Nebenquests sind nicht nur Nebenquests, das ist richtig geil in die Story eingewoben. Ja. Clear. Wir müssen jetzt zu Becky, weil Becky weiß Bescheid. Becky weiß Bescheid. Weil wir kennen nicht den namenlosen Er. Das heißt, wir suchen es. Und wir kennen nicht den Deliveryman Q. Ich würde aber mal sagen, ganz dreist, liebe Freunde, die Intelligenten da unter euch, also ich sag mal jetzt Dominik mal aus. Ja. Ist Harry, oder? Klar, es ist Harry. Sally? Klar. Haben Harry und Sally eigentlich? Harry und Sally. Haben die was? Die haben nichts. Sie die waren im Diner. Und dann Rollstuhl die hatten, waren im Diner und dann hat die andere gesagt, ich hätte gern das, was Sally hat. Ja, so. Genau. Nein, Deliveryman Q, ich meine, wir kennen nur einen Charakter, der mit Q anfängt. Dominik, jetzt sag's endlich, komm, mach dich nicht. Leute denken wirklich, du bist so doof. Nein, das ist natürlich. Quatsch. Es ist Quint. Ach so.
The Mighty Quint. Aber wir brauchen zu Becky, müssen wir zu Becky. Becky. Was ist das? Musst du gucken auf die Karte. The Mighty Quint? The Mighty Quint. The Mighty Quint. Ja, ich meine ja hier. Nix. Nix, das war wohl nix. Brian? Ich mach mal wieder so hier. Beckys Haus, wo ist das? Oh, das ist ziemlich weit. Wir haben noch schnell das Auto hier. Zack, wir müssen einfach nur geradeaus. Geradeaus, hier irgendwo rechts, da wieder links. Wir müssen einfach nur hier. Da okay, auf die Hauptstraße. Dann hier hoch. Und dann einfach die Küste lang, so von der Sonne her. Ja. Oh, die wurde aber exquisit. Aber reden wir mal darüber, was wir gerade gelesen haben in dem Tagebuch, ja. während wir fahren. Also wir haben gelesen, es gibt irgendeine Zeremonie. Dann haben wir dieses Foto gesehen von irgendwie zwei Frauen in roter Reizwäsche. Das ist gar nicht die Straße hier. Das ist, glaube ich, nicht die Straße, nein. Ja, hier, der hat mir die Vorfahrt genommen, wir haben es genau gesehen. Tut mir leid, Damen in Reizwäsche? Ja, Damen in Reizwäsche, reden wir noch nicht, ich will ja gerade wissen. Von irgendeiner Zeremonie, dann von einem Er, den wir nicht wissen, wer ist er? Wie gesagt, dieser Deliveryman Q, Quint und Becky. Die stecken mit Anna irgendwie unter einer Decke. Ja. Irgendwas haben die zusammen gemacht. Wahrscheinlich irgendwie hier Crazy Sex Dungeon. Ja. Das waren alles Liebessklaven von Harry. Von Harry. Harry war der hat einfach in seinem Rollstuhl gesessen und zugeschaut. Und dann das hat er genossen. Und gedichtet dabei. Ja, genau. Hat sich in der Jugend gelabt, wie man so schön sagt. Ja, merkwürdig. Alles, liebe Freunde, macht euch selber erstmal noch ein Bild draus. Ne? Wir haben euch ja aufgefordert, auch immer zu posten, wenn ihr irgendwelche Vermutungen habt, beziehungsweise irgendwelche Fragen auch, könnt ihr ja auch gerne posten. Ist auch gar kein Ding. Boah, schöner Jump. Hast du das gesehen? Ich finde das so toll, dass immer, wenn wir in dieses Auto einsteigen, diese Rockmusik kommt. Nee, aber macht euch ja mal selber ein Bild draus, weil wir haben euch ja wieder gesagt, ne, die Sidequests, die sind auch in die Geschichte verwoben. Es ist nicht irgendwie... Ja, außerdem mit Sigourney. Ja. Wenn du die immer bloß nach Hause fahren musst... Ja, es gibt natürlich auch wie mit dem General hier auf dem Schrottplatz, der uns dann halt bestimmte Items gibt, aber... Ja. Bestimmte Sidequests, da erfährt man richtig was über die Hintergrundgeschichte. Ja, hub erstmal alle ein. Also Mann. Ja, das stimmt schon. Oh, ist das ein badassiger Baum? Wo? Ja, total. Und wie die Musik immer wieder Wir müssen ja bis 22 Uhr haben wir ja Zeit, uns hier zu Ja, wir haben übelst lange Zeit. Wir schaffen das eh nicht in dem Teil. Ah, da war eine Medaille. Wir haben sie eingesammelt. Ey, wie wohnt denn Becky, bitteschön? Okay, das ist ein bisschen dekadent. Ich stutz mal hier eben die Hecke noch kurz. Wir müssen dann unbedingt zur Tankstelle, weil wir haben nicht mehr viel. Ja, ich weiß, Auto. Auto und nicht mehr viel Sprit. Ich weiß. Wo wir auch dann Nebenquests machen können. Liebe Freunde, wir haben es euch versprochen, es kam ein bisschen spät, aber jetzt kommt die volle Packung. Nebenquests, bam. Nebenquests mit Deadly Premonition, super. Ja, offen. Für alles. Genau. Liebe Becky. Klopf, klopf. Eine Wetterpuppe. Die durch umdrehen, das. Oh ja! Wow! Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben! Warte, ich will erstmal. Ah, nee, wir haben ja keinen Platz! Ah, ich hab das schon wieder vergessen. Geh nach oben, geh nach oben. Was ist oben? Keine Ahnung! Geh nach oben! Ach, diese steilen Stufen. Die darf aber nicht. Oh! Also von Harry kriegt sie keinen Besuch. Das ist schon mal klar. Das ist nicht. Hier geht's gar nicht rein. Scheiße, können wir nicht rein. Oh, du hast mich belogen. Aber da gab es eine Agentenauszeichnung, es war jetzt nicht komplett umsonst. Ja, bumps, wo ist sie? Vielleicht ist sie gar nicht da, ne? Natürlich ist sie da, wir haben sie doch gesehen auf der Karte. Da ist er. Mind if I ask you a couple of questions? Wer sind sie? Got nothing to say. Das ist immer verdächtig. Ha, ha, ha. Und das? Anna's Diary. Let me read you a part that I find very interesting. Dear Diary, today's the day of the ceremony, and I'm a little nervous about it. Any idea what this ceremony is? Ja, sie ist sehr nervös.
Ja, klar, wir glauben dir okay. auf der Stelle. What liebe about Becky. These then? He doesn't let anything slip. I'm really worried about Becky. Delivery man Q won't be able to protect Becky. Delivery man Q. Your name twice. An unnamed he, and then this delivery man Q. You don't want to talk? Yeah. Or are you too scared to talk? Stupid cops. Just leave me alone. Bums. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Yeah, überhaupt gar nicht. How can we get her to open up? Maybe we should start with the easy one and look into delivery man Q. Also zu Quint. Wir haben ja gesagt, das ist ein etwas längeres Sidequest, aber ich sage euch, liebe Freunde, es lohnt sich wirklich, das zu machen. Ist ein bisschen sehr creepy. Aber das muss ich wirklich Deadly Premonition sagen, also auch wirklich zugute halten, ganz, ganz positiv, ist die Art und Weise, dass es auch Story abseits von Zwischensequenzen präsentiert. Also zum Beispiel auch diese ganze Geschichte, dass man praktisch immer sieht, wo sich Leute aufhalten, dass die ihrem eigenen Tagesablauf, was sie zum Teil ja auch manchmal ein bisschen verdächtig macht. Ja. Also, ne, wenn bestimmte Leute sich an bestimmten Orten aufhalten, zu bestimmten Tageszeiten, das ist auch eine gewisse... Ein gewisser Verdacht, der sich dann immer auftut. Was machen die dort zusammen? Oder was macht er dort ganz alleine? Und was macht Dominik? Das ist die größte von allen. Das ist die größte Frage von allen. Das Auto hat einen viel zu kleinen Wendekreis. Aber sie wohnt schon echt dicker, denn die gute Becky. Ja. Was war die nochmal für ein Beruf? Bäckerin? Nee. Oh, wir müssen zur Tankstelle. Ja, wir müssen tanken und Auto waschen. Dann treffen wir vielleicht auch Gina nochmal. Wir haben ja Gina beim Town Hall Meeting getroffen, die total abgefahren ist auf unsere Narbe. Ja. Vielleicht wäscht sie dann auch unser Auto. Das wär's. Ja. Du kannst übrigens reden. Ich mag das auch, wie er nicht einfach die einfach weiter fortsetzt, sondern wo er praktisch einfach nochmal dieses voranschickt. So, ah, wo wir damals, wo ich damals aufgehört habe. Lass uns nochmal. Ich glaube ja. Lex Luthor. Ja, das Tunnel? Das played by Jason. Ah, ich hab gesagt, Tunnel. Scheiße. I remember much more about it, though. I'm sure there was more trivia about it. Ah, oh, ich hab keine Zeit, mich hier auf den Text zu konzentrieren, was er erzählt. Those two. Ich hab Donner. Das war ein toller Film. Was denn? Superman-Filme, damals noch mit Christopher Reeve. Reeves? Got a confession. What is the Reeve? Reeves? I promise not to tell anyone because I might be really embarrassed. I actually like the first two Superman movies. Nee, das ist Keanu Reeves. I think John Williams did a better job with the theme song for Superman. But whenever I try to hum it, it always turns into the Star Wars. Ah! Das ist alles Tricks. So, Zach. Sag mal, Zach. Wie du das gemerkt hast, geil. No need to hurry. Ja, ich habe so eine Inselbegabung. Da sind wir. Bam! Vollgas in die Tankstelle. Hallöchen. Hallöchen, Gina. Also wir können ja nur dieses Nebenquest machen, wenn Jack rauskommt. Mhm. Aber Gina können wir jetzt... Hello, Sweetheart. Was ist denn die Note? Sie singt. Sie ist immer gut drauf. Sie pfeift. Sie pfeift, genau. Oder sie ist... Nein. Volltanken, ne? Mhm. Übrigens mag ich das im Englischen. Ja. Wenn ich anfangen soll zu pumpen. Ich mag im Englischen. Ja, können wir nicht beides machen? Ja, können wir danach auch machen. Aber ja, was ist? Erstmal waschen. Ich mag übrigens tanken. Im Englischen steht nicht auftanken, sondern Filler up. Filler up. Aber fill, ne, kannst du ja auch anders betonen. Du kannst ja filler up, kannst du ja auch anders betonen. Wie denn? Fill her up. Ja. Fill her up. Ah, hier, da wäschst du. Ja, das heißt ja fill her up. Also wenn man Ja, ist schon klar, aber tanken, ich meine, ja, bei Gina hat das natürlich noch mal eine doppeldeutige Bedeutung. Ja. Dieses Kratzgeräusch. Ganz eine dreckige Scheibe. Ah, Gina. Zu wenig Wasser, zu wenig Seife, zu genau. wenig. Zu wenig. So, jetzt hast du alles gemacht? Ja, 100. Hab ich alles gemacht. Super. Nö. Haust du rein. Haust du rein, mach's gut, Gina. Ist George zu Hause. Vielleicht ist George zu Hause. Oh, wir könnten so viel machen. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Nicht, dass wir hier keine so mehr. Keine mehr? Nein. Okay, dann müssen wir jetzt aufhören. Dann müssen wir jetzt bei der Tankstelle aufhören.
Machen wir hier Schluss. Machen wir das nächste. Komm, wir gucken noch schnell, ob George zu Hause ist. Das wir gucken noch, genau, wir gucken noch fix. Und dann können wir euch sagen, ob im 17. Teil zu George. Da! George ist da! George ist zu Hause! George ist zu Hause im 17. Teil! Freut euch! Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Genau, und ab Teil 18 oder ab Teil 17. Da holen wir dann das Radio und dann geht's weiter zu Quint. Leute, 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 es wird richtig super. Und dann machen wir weiter mit der Story, weil dann haben wir erstmal eine gute Waffe. Dann machen wir noch mal kurz weiter mit der Story, dann machen wir die nächsten Nebenmissionen. Wir machen keinen 100% Durchlauf hier. Ach Quatsch, nee. Ja, wollen wir euch schon zeigen. Alles klar. Ich freue mich. Ich freue mich richtig doll auf Teil 18. Ist das Teil 18? Nein, Teil 17. Ich freue mich richtig auf Teil 17. Ja, wir üben das noch nicht. Und hier steht es groß, dass wir Teil 16 sind. Ach Gott. Liebe Freunde, in Teil 17 geht es dann weiter. Lieber Dominik, freust du dich? Ich freue mich wie verrückt auf George. Bei sich zu Hause. Das wird super. Wir holen das Radio, mit dem wir dann schnell reisen können. Bleibt dran, klickt beim nächsten Mal rein. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Ihr wisst ja, wie es hier funktioniert. Wir freuen uns auf euch, ihr hoffentlich auch euch auf uns. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.